Mal herzlich willkommen zu der heutigen Jubiläumsveranstaltung hier im Theodor-Friedrich-Haus. Ich freue mich sehr, dass uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 40 Jahre Kneipverein, das ist eine sehr, sehr lange Zeit für uns hier. Und eine Mitbegründerin habe ich eben unter den Gästen entdeckt, die Frau Ute Huber-Lingenfelder ist mit dabei. Sie haben wir dieses Jahr bei der Mitgliederversammlung auch schon eine Ehrenurkunde überreicht und einen Blumenstrauß für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Dann besonders begrüßen möchte ich heute Herrn Lothar Lorch, unser Bürgermeister. Herr Ralf Trösch ist da, unser zweiter Beigeordneter. Wir haben die Frau Ellen Löwer und unseren Landesvorsitzenden Manfred Tönnes, der extra aus Koblenz angefahren gekommen ist für uns. Wir haben vom Neustadter Kneipverein den Herrn Dittmann da und seine Frau. Herzlich willkommen. Mit dabei haben wir auch Frau Poth, die erste Vorsitzende aus Edenkoben vom Kneipverein. Und vielleicht ankündigen darf ich auch noch die Frau Schwabel. Die Frau Schwabel. Genau. Herzlich willkommen alle zusammen. Jetzt habe ich doch noch jemanden vergessen, und zwar den Herrn Polanek aus Speyer, auch Vorsitzender des Kneipvereins in Speyer. Herzlich willkommen. Nach dieser Veranstaltung, beziehungsweise nach dieser Begrüßung geht es weiter mit einem Überraschungsgast, den ich jetzt aber gar nicht begrüßen werde, damit es auch eine Überraschung bleibt. Das holen wir dann nachher nach. Ja. Kneipverein 40 Jahre, sagte ich. Wir haben 2017 gestartet mit Ihr Kneip. Ich muss nachschauen. Ihr Kneip im neuen Outfit und haben damit ein neues Kursprogramm eingeläutet, haben sehr viele neue Kurse mit aufgenommen, um die Attraktivität des Vereins zu erhöhen. Und auch um neue Mitglieder und jüngere Mitglieder mit in unseren Verein zu integrieren. 2018 ging es dann weiter mit Füreinander, Miteinander. Und dieses Jahr, 2019, steht unter dem Motto Wissen, was gesund hält. Jetzt würde ich gerne übergeben an Herrn Lorch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jubiläumsgäste, sehr geehrter Landesvorsitzender Tönnes, sehr geehrte Frau Vorsitzende Krüger und wie ich vorhin gehört habe, sehr geehrte Frau stellvertretende Landesvorsitzende seit, ich glaube, letzten Monat und liebe Mitglieder und Freunde des Kneipvereins Hasloch e.V. Ich darf Sie in meiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde Hasloch recht herzlich begrüßen und darf heute Morgen zu Ihrem Festtag zum 40-jährigen Jubiläum des Kneipvereins der herzlichen Glückwünsche der Gemeinde überbringen. Des gesamten Gemeinderates, meiner Kollegen Beigeordneten, Sie haben es erwähnt, der Kollege Drösch ist mit mir gekommen, aber auch ganz persönlich. 40-jähriges Vereinsbestehen, meine Damen und Herren, das ist doch schon ein besonderer Anlass, besonders bei uns im Großdorf Hasloch. Man muss wissen, dass wir mittlerweile über 120 Vereine zählen hier vor Ort. Und insofern gibt es genügend Mitbewerber, sage ich jetzt mal. Da muss man sich auch über 40 Jahre durchsetzen. Sie haben es sich als Aufgabe gesetzt und verstehen es als Auftrag Ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu Ehren des Priesters und des berühmten Wasserdoktors, dessen Lehre zu verbreiten und zur Gesundheit möglichst vieler Menschen beizutragen. Kneipianer zu sein, das bedeutet sicherlich nicht nur kaltes und heißes Wasser zu verwenden. Ganz nach den fünf Säulen, die hier zu sehen sind, nach der Kneippschen Lehre, haben sie ihre Aktivitäten und Angebote ihres Vereins ausgerichtet. Wasser bewegen Lebensordnung, Ernährung und Heilpflanzen ergänzt hier in dem Heft, ich habe es mal gesehen, ihre Angebote durch präventive Aktionen, aber auch Angebote für Kinder im Rahmen der Ferienspielwoche, da sind sie ja auch beteiligt, stehen auf dem Programm in unserer Gemeinde. Vergangene Woche haben Sie Ihr Wassertretbecken einmal mehr in einem blitzsauberen Zustand wieder in Betrieb genommen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Geradezu eine klassische Einrichtung, Herr Konrad Zech, ich glaube, Sie haben das gemacht, für einen Kneipverein in einer Gemeinde. Für all die vielfältigen Aktivitäten Ihres Vereins, für die Haslocher Bürgerinnen und Bürger,
Und nicht nur für diese, ich weiß, es kommen auch Leute außerhalb der Gemarkungsgrenzen Hasloch, möchte ich die heutige Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen bedanken. Durch Ihre Vereinsarbeit bringen Sie sich vorbildlich in unsere Gemeinschaft ein. Davon profitiert unsere Gesellschaft. Der Kneipverein Hasloch e.V. wurde 1979 durch den damaligen Bürgermeister Kurt Flockert gegründet, der vor einigen Jahren verstorben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kannte Herrn Flockert. Er wäre sehr stolz darauf, könnte er das heutige Erreichte des Vereins noch miterleben. Das diesjährige Motto, Sie haben es erwähnt, im Jubiläumsjahr lautet Wissen, was gesund hält. Das ist ein Motto, meine Damen und Herren, welches auch wieder die These verfolgt, dass Prävention besser ist als Rehabilitation. Wenn ich so in die Runde blicke, meine Damen und Herren, schauen Sie alle gesund und vital aus. Offenbar sind viele Kneipianer heute unter uns, die für sich das folgende Zitat von Kneipp verinnerlicht haben. Wer keine Zeit hat für seine Gesundheit, wird später viel mehr Zeit für seine Krankheiten brauchen. In diesem Sinne wünsche ich jedem Einzelnen von Ihnen eine gute Gesundheit und dem Kneippverein Hasloch noch viele Jahre mit erfolgreicher Vereinsarbeit in der Zukunft. Bei Ihnen, Frau Krüger, darf ich mich für die Einladung bedanken und darf Ihnen eine kleine Geldzuwendung aus meinen bescheidenen Verfügungsmitteln überreichen. Ihnen allen wünsche ich heute einen schönen Jubiläumstag mit einem interessanten Programm und guten Gesprächen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr drüber. Über sowas freut sich jeder Verein. Ja, und vielen Dank für die netten Worte. Als Nächsten möchte ich Herrn Manfred Tönnes nach vorne bitten, der uns auch etwas sagen möchte zum Verein. 40 Jahre Gesundheitsarbeit im Sinne von Sebastian Kneipp in Hasloch und Umgebung und dabei bis heute immer noch einer der aktivsten Vereine unseres Landesverbandes. Die Vorsitzende Marion Krüger, die seit 2015 die erfolgreiche 17-jährige Arbeit ihrer Vorgängerin Monika Platzek fortführt, hat gemeinsam mit ihrem Vorstandsteam den Verein für die Zukunft fit gemacht und aufgestellt. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Applaus 40 Jahre Kneippverein Hasloch ist aber noch viel mehr. Viel mehr deshalb, weil man sich heute auf dem stets wachsenden Markt der vielen Gesundheitsanbieter behaupten muss. Man muss der allgemeinen Vereinsmüdigkeit trotzen, denn viele Menschen möchten keine feste Vereinsbindung mehr eingehen. Und nicht zuletzt muss dies alles auch in einem vernünftigen finanziellen Rahmen geschehen. Dass dies hier in Hasloch alles so funktioniert, dafür steht Marion Krüger mit einem großen Team an ehrenamtlichen Mitstreitern, die den Mitgliedern nicht nur ein tolles Kursangebot bieten, sondern auch ein gutes Miteinander, getreu dem Spruch von Sebastian Kneipp, vergesst mir die Seele nicht. Dies wird hier im Kneippverein Hasloch gelebt, sei es bei dem Winterevent mit Wanderung, den Spieleabenden, den Singstunden, dem Kneippgeflüster, dem Jahresausflug oder dem Weihnachtssingen. Für diese gelebte Kneippphilosophie sage ich im Namen des Landesverbandes, aber auch persönlich, vielen, vielen Dank für das vielfältige Engagement. Unser Landesverband braucht solche aktive Vereine. Zwar klingt der Spruch, nur gemeinsam sind wir stark, wie eine abgedroschene und abgenutzte Phrase, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass unsere Kneippbewegung nur durch ein verstärktes Miteinander die künftigen Herausforderungen meistern kann. In unserem Landesverband steckt so viel Potenzial. Es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, es noch besser auszuschöpfen, auch um den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen zu können. Gemeinsam können wir unseren Teil dazu beitragen, die Gesundheit in Rheinland-Pfalz aktiv zu fördern und auf ein größeres Bewusstsein hinzuarbeiten. Denken wir heute schon an das Jahr 2021, 200 Jahre Sebastian Kneipp. Bringen wir unsere Philosophie den Menschen näher.
Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Ich wünsche der heutigen Veranstaltung einen guten Verlauf und freue mich noch auf viele gemeinsame Jahre im Sinne von Sebastian Kneip. Nun darf ich dir, liebe Marion, noch eine Ehrenurkunde für den Verein überreichen. 40 Jahre Kneipverein Hasloch e.V. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und weiterhin eine erfolgreiche Zukunft. Kneippbund Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. und natürlich noch einen kleinen Umschlag dazu. Vielen Dank. Als nächste Dame, darf ich die Frau Roth ankündigen vom Kneippverein Ehrenkoben. 40 Jahre Kneippverein Hasloch. Zu solchem Anlass, das Allerbeste, sind doch immer frohe Gäste. Wir lassen hoch den Verein leben, drum werden wir ein bisschen auf ihn heben. Der Verein, der macht sich, möge er so weitergehen, jede Krise überstehen. Wenn der Verein gut floriert, Mitglieder motiviert, schon 40 Jahre existiert, deren Zahl sich rund summiert, wird ihm ganz gerne gratuliert. Heute steht ein Jubiläum an, ist ganz klar, das feiert man. So ist es von jeher Brauch und man lädt sich, Gäste auch, um es würdig zu begehen, drücken wird nicht nachgesehen. In diesem Sinn wünscht der Kneippverein Ehrenkoben dem Kneippverein Hasloch alles erdenklich Gute und überbringt Grüße und Glückwünsche. Dankeschön. Das sieht toll aus. Danke. Ich wünsche Ihnen allen zusammen einen schönen Tag bei uns hier. Verbringen Sie die Zeit. Und ja, ich merke... Moment. Die Veranstaltung muss zuerst aussehen. Was möchten Sie denn? Sicherheit. Sicherheit? Sicherheit möchte ich. Sicherheit? Verbreiten und... Ach. Was machen wir da jetzt? Sie sind... Am besten nehmen Sie mal Platz, Frau Krüger, oder nehmen Sie das Pult da weg. Ja, mein Name ist Herr Aufpasser. Ich bin der neue Hausmeister hier und mein Name ist Programm, also Aufpasser. Ja. Ja, wissen Sie, was das da ist? Ich gebe es mal kurz so. Schwarze Kugel. Eine schwarze? Nee. Ja. Das ist eine Handtasche für Männer. Ja. So was braucht man. Um jetzt die Sicherheit zu gewährleisten hier in dem Rahmen, muss ich Sie natürlich einweisen in Fluchtmöglichkeiten. Sollte irgendwas passieren, was Außergewöhnliches, fast 15.000 Leute, die muss man natürlich ein bisschen koordinieren. Wir tun das Ganze in zwei Hälfte Drittel. Ja? Also das eine Drittel sind Sie quasi, das andere Drittel geht dort durch, also Sie sind dahinter so gespalten, die Persönlichkeit. Ne? Ja? Und in der Mitte sind... Das sieht uns mal nicht. Anfangen tun wir mit unserem Fluchtwegeplan. Und Sie auf der Seite, also auf der linken Seite, Sie richten sich immer noch dem Pfeil, wo noch links geht. Das ist ganz egal, ob der Pfeil vorne auf dem Schild ist oder hinten. Südtirol, vorne oder hinten. Ja? Sie auf der rechten Seite, natürlich noch im rechten Pfeil gucken. Ne? Sie sehen das da oben zum Beispiel an den Schildern, grün-weiß. Und immer nur rechts. Vorne, dahinter, immer rechts. Sie in der Mitte. Sie tun mal so lehnt, Sie bleiben sitzen. Also auf keinen Fall aufsteigen. Immer sitzen bleiben. Weil wenn die von der Seite kommen, oder die von der Seite kommen, am schlimmsten sind aber die von der Seite, geht gar nichts mehr. Dann rufen Sie ganz einfach, Herr Bürgermeister, Ihr Feuerwehr, die haben das verdient, mit viel Applaus und fangen wir zu machen, ja? Working all week.
guess I'm moving off my chair. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. My life. Ich freue mich drüber, dieses Thema Elektrosmog Ihnen ein bisschen näher zu bringen, weil das Freudige an der Sache ist, es gibt Lösungen dafür. Da war ich ihm sehr dankbar, weil er hat mir den Leitgedanken für diesen Vortrag geliefert. Vorbeugen ist besser als heilen. Ja? Das ist eine absolute Steilvorlage auch für dieses Thema. Und ich habe auch noch mehr von ihm partizipiert, und zwar seine 5 Säulen. Ja? Die kennen hier sicher alle. Wasserbewegung, Lebensordnung, Ernährung, Heilpflanzen. Die Hochfrequenz über 10.000 Hertz ist so energiereich, dass sie sich einfach frei durch die Luft ausbreiten kann. Die Stärkung der Sehkraft, die Stärkung der mentalen Kraft, die Entgiftung und Entsäuerung des Körpers, das steht für mich an erster Stelle. Somit sind wir bei einem anderen Thema, Stichwort Diät. Es gibt keine Diät auf dieser Welt, und ich behaupte mal, ganz frech, egal welche, die auf lange Zeit funktioniert. Also ich habe schon vieles ausprobiert und irgendwann werde ich wie ferngesteuert wieder dahin geführt und sogar noch schlimmer wie vorher. Von 10 bis je locker ich bin, desto tiefer kann ich atmen, desto entspannter sind meine Schultern. Deshalb ist es ein Ganzkörpertraining. Wir sprechen immer alles an. Wir machen Hüfte, wir machen Gleichgewicht, wir machen obere Rücken, immer alles schön abwechseln, dass es nicht anstrengend wird. Ich bereite dann aber auf die eigentlichen Qigong-Übungen vor. Dann gehen wir wieder langsam nach unten. Pendel noch langsam aus. Ganz ohne Schmerzen. Anhalten und andersrum. Schön locker kreisen. Ein reines Schwellen. Schön die Hände langsam aus am Körper. Ab und eng langsam kreisen. Sammeln auch nach außen, legen alles in den Nieren ein. Legen den Atmen dahin. Ab und nach unten liegen noch für dich. Genau. Platz für 30 Sekunden. Schön kühl bleiben. Und die Kante geht raus. Ja, dann komm raus, dann spalt das Wasser einfach nur ab. Gut abspalten, die Rückseite noch von der Arme gleich. Ich hoffe, du fühlst das, komm noch die Runde, eine Mitte, entgeht noch. Fällt auch noch diese Runde, genau. Wenn beide atmen. Ich bin die Kerstin Lenz. Und wie lange bist du jetzt schon Mitglied bei uns? Seit ziemlich genau einem Jahr. Seit einem Jahr. Das heißt, du bist nicht nur Mitglied, du bist auch bei uns im Organisationsteam. Das stimmt, genau. Im erweiterten Vorstand bin ich mit tätig und versuche mich da ein bisschen einzubringen und für den Ort was zu tun, aber auch für den Verein an sich natürlich. Sehr genau. Schön, da freuen wir uns auch sehr drüber. Was schätzt du denn besonders an der Mitgliedschaft? Also zum einen natürlich das vielseitige Programm, aber auch, dass man als Mitglied natürlich auch Vergünstigungen bekommt. Ja? Also man hat ein paar Euro, die man sich spart bei den Kursen oder Vorträgen. Das ist natürlich auch was wert, denke ich. Genau, und dass es einfach viel Angebote gibt, die man wahrnehmen kann. Zu jedem der 5 Säulen eigentlich
von Kneipp gibt es ausreichend Angebote. Ja, und ja. Was schätzt du denn besonders? Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich finde gerade diese fünf Säulen an sich, dieses Zusammenspiel aus allen Elementen, dieses Besondere. Und da schlägt auch so ein bisschen mein Herz als Ergotherapeutin einfach ganz stark, weil es ist schwierig, so ein Element hervorzuheben, weil ich denke, alles an sich hat seine Berechtigung und alles oder auf alles sollte man irgendwie achten, um sich was Gutes zu tun. Von daher, also was ich persönlich ganz toll finde, sind natürlich so die Kurse Qigong und Yoga, ja, also die Lebensordnung, etwas für Geist und Seele auch zu tun. Aber auch die Heilkräuter tatsächlich. Also ich habe da so ein Faible dafür, für Heilkräuter und für ja, so das Wissen, welche Kräuter, welche Wirkungen hervorrufen. Und da macht der Frank ja ganz tolle Führungen auch. Und das finde ich selber sehr spannend, muss ja. ich sagen. Ich freue mich auch sehr, dass Frank mit bei uns im Team ist. Und er ist unser Heilpraktiker, der für die Baumführungen und Wildkräuterwanderungen zuständig ist und auch für die Kinderkurse in diesem Bereich. Ja. Wir haben jedes Jahr einen Jahresausflug. Wir waren in Wiesbaden gewesen, wir waren in Idar-Oberstein, wir waren in Ludwigsburg letztes Jahr und dieses Jahr in Würzburg. Und vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Prost, Maria. Prost. Mein Name ist Isabel Krüger. Wie lange bist du denn schon Mitglied im Kneippverein? Seit über 4 Jahren. Seit über 4 Jahren. Was schätzt du denn besonders an deiner Mitgliedschaft? Mir gefallen besonders gut die Ernährung und die Bewegung. Ernährung und Bewegung. Welches Angebot ist für dich besonders attraktiv? Attraktiv finde ich das Kinderangebot, da ich den Kindern auch zeige, wie man den Storchengang hier im Kneippbecken durchführt. Und ja, das macht den Kindern immer besonders viel Spaß. Das finden die richtig cool. Vor allen Dingen machen wir dann auch immer noch ein Fühlquiz und einen Barfußpfad. Danach dürfen die Kinder noch was anmalen und erhalten dann zum Schluss ein Zertifikat und den Wassertropfen. Diesen Kneipp-Wassertropfen. Süßer, kleiner, blauer Wassertropfen. Genau. Ja, dann vielen Dank für dein Engagement und ja, weiterhin gutes Gelingen. Danke. Hallo, du Hallo. Bist Herr? Egon Beiter. Wie lange bist du denn schon Mitglied bei uns im Kneipp-Verein? So ungefähr 25 Jahre. Was schätzt du denn besonders an der Mitgliedschaft? Ja gut, in der Kneippverein habe ich viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich immer gut zusammen war und auch die ganzen Ausflüge gemacht habe. Was schätzt du denn besonders an diesen 5 Elementen? Also am meisten schätze ich Wasser, weil wie gesagt, Wasser ist für mich das Wichtigste überhaupt. Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Und das zweitwichtigste ist für mich die Ernährung. Man muss sich versuchen, gesund zu ernähren. Und welche Angebote nutzt du noch von unserem Verein? Ich gehe immer wieder singen, weil ich das deutsche Volksliedergut aufrechterhalten will, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und dann halt noch 3 Jahresausflüge und vor allen Dingen diese Ausflüge nach Bad Wörishof-Umgebung. Die haben eine wunderschöne Einkaufsmeile, das ist wichtig für Frauen, eine Fußgängerzone und eine wunderschöne Umgebung zum Wandern, zum Radfahren. Es ist alles da, was ein Mensch braucht, um sich zu erholen. Das habe ich auch schon getestet und kann es nur befürworten. Herzlichen Dank. Du bist Regina Keil aus Igelheim. Aus Igelheim. Wie lange bist du denn jetzt schon Mitglied bei uns? Seit 1983. Seit 1983? In Speyer. In Speyer. Und in Hasloch seit 2019, Januar. Ja, und Regina Keil ist nicht nur zu uns in den Verein gewechselt, sie ist auch Mitglied unseres Organisationsteams, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Danke. Ja, die Lehre von Sebastian Kneipp besteht ja aus 5 Elementen. Welches Element ist so das Wichtigste für dich? Bewegung, Wasser. Ja. Bewegung und Wasser. Und welches Angebot ist so das Attraktivste für dich? Also ich habe Faszientraining schon mitgemacht, was sehr gut ist. Yoga habe ich schon mal Kurse mitgemacht, war auch gut. Sehr schön, das freut mich sehr. Und Vorträge schätze ich sehr. Vorträge. Ja. Dann freue ich mich über die weitere Mitgliedschaft und dein Engagement bei uns im Verein. Danke. Bedanke mich bei dir für das Interview. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Du bist? Mein Name ist Hans Konrad. Und wie lange bist du jetzt schon Mitglied im Kneippverein? Ich bin Mitglied im Kneippverein, solange es den Verein gibt. Das also heißt, ich gehöre quasi zu den Gründungsmitgliedern. 40 Jahre Kneippverein. So ist es. Wir haben dieses Jahr unser Jubiläumsjahr. 40 Jahre Kneippverein Hasloch. Die Lehre von Sebastian Kneipp besteht ja aus 5 Elementen. Welches Element ist so das Wichtigste für dich? Für mich ist das Wichtigste das Wasserelement, weil ich sehr häufig hier am Kneipp Tretbingen bin und ich spüre, dass das Wasser mir gut tut. Und von daher ist es für mich das wichtigste Element, obwohl alle anderen Elemente auch wichtig sind. Ja, an der Stelle möchte ich auch erwähnen, dass Hans Konrad unser führender Wassertretbeckenleiter ist für die Einsätze, für das Säubern des Beckens rundum, damit diese Anlage gepflegt und schön ist und das Wasser immer entsprechend aufbereitet ist. An der Stelle ein herzliches Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Frank Schmidt, bin Heilpraktiker und Gesundheitstrainer nach Kneipp. Und ich möchte euch heute mal das Wassertreten, den Klassiker von Kneipp, zeigen. Idealerweise mit dem rechten Fuß herzfern beginnen, aber ist nicht unbedingt wichtig. Schön hochgekehrt. Wer ein bisschen wackelig ist, kann es an die Stange festhalten. Ganz wichtig, wir trocknen nicht ab, sondern wir streifen nur das Wasser mit den Händen ab und sorgen dann dafür, dass wir wieder warme Füße kriegen. Wenn es zu kalt ist, können wir Socken anziehen und ansonsten laufen wir einfach mal ein bisschen auf der Stelle, um durch Bewegung die Wärme zu kriegen. Nachdem das relativ einfach ist, laufen wir an der Stelle und rollen mit der Ferse ab. Erst die Ferse und dann an den Vorfuß. Und zwar das Ganze so lang, bis wir wieder warme Füße haben. Dann kommen wir jetzt zum Knieguss. Der Knieguss wird gemacht bei schweren Beinen, bei Krampfadern, bei Knieproblemen. Am besten gegen Abend. Der beruhigt ein bisschen, fördert das Einschlafen, gerade wenn man so Kribbeln in den Beinen oder was hat. Man kann es natürlich auch morgens oder tagsüber machen. Da sollte man sich allerdings anschließend dann auch bewegen und jetzt nicht gemütlich auf die Couch setzen. Wir arbeiten heute mit der Gießkanne, klassisch nach Kneipp. Warme Füße hast du? Ja. Ich fange jetzt an, auf der rechten Seite am kleinen Zeh hochzugießen, bis übers Knie, an der Innenseite runter. Dann auf der linken Seite, dann das Ganze von vorne. Du atmest jetzt erstmal ein und aus. Schön weiter atmen. Nochmal einatmen und ausatmen. Dann komme ich nach vorne. Selbes Spielchen. Einatmen, ausatmen. Und die andere Seite ausatmen.
Dann mal den rechten Fuß hoch. Du kannst bei mir halten. Nach hinten hoch. Jawohl. Dann gießen wir die Fußsohle. Und den linken Fuß. Nicht so weit weg. Jawohl. Gut. Super. Dann das Wasser abstreifen und warm bewegen. Und das ab jetzt jeden Tag. Super. Toll. Gut, du atmest rein und aus und los geht's. Seite einatmen, ausatmen. Und andere Seite ausatmen. Und nochmal ausatmen. Rechten Fuß nach hinten hoch. Und den linken Fuß nach hinten hoch. Gut. Das Wasser abstreifen und warm bewegen. Gut. Und das war der Knieguss nach Kneipp, ausgeführt mit der Gießkanne. Gut, den Armguss machen wir bei Beschwerden vom Oberkörper, für Atmung, für Herzbeschwerden, Schulterbeschwerden, sonstiges. Wir fangen wieder an, am kleinen Finger zu gießen. Gehen nach oben, durch die Hand nach außen. Jawohl, und gehen an der Innenseite über den Daumen runter. Dasselbe auf der anderen Seite. Gehen über den kleinen Finger nach oben bis zum Oberarm, du drehst den Arm nach außen und wir gehen über den Daumen wieder nach unten. Dann halten wir so die Hand ein bisschen raus und dann gießen wir die Handfläche und die andere Handfläche. Gut, dann das Wasser abstreifen. Und bewegen Hände, Arme, dass dir warm wird. Super.